auf die wirklich unglaublichste Gruppe Frauen, die mir je begegnet ist. Yeah. Ich würde alles dafür tun, um wieder mit euch zu singen. Cheers. Cheers. Wartet, wartet, wartet. Ich habe eine verrückte Idee. Ich habe doch mal erwähnt, dass mein Dad in der Armee ist und praktisch Osama Bin Laden getötet hat. Das war jetzt eine neue Info, aber okay. Was ich meine ist, er ist eine ziemlich große Nummer bei der Armee und die veranstaltet doch jedes Jahr dieses Event für unsere Truppen in Europa. Und dieses Jahr ist DJ Khaled der Host. Er hat ungefähr 1 Million Hits geschrieben. Und er ist super berühmt. Ich habe ihn in einem Werbespot gesehen. Hm? Wie wär's, wenn ich uns da unterbringen könnte? Singen wir da? Nein, wir führen Geheimoperationen durch. Ja, natürlich singen wir da. Ihr singt nur Songs von anderen Leuten, oder? Oh mein Gott. Mädels, hört auf. Die wollen die Bühne nur für sich und versuchen uns einzuschüchtern. Gehen wir nicht drauf ein. Ziehen wir unser Ding durch. Denkst du, was ich denke? Was denkst du? Ein Riff-Off. Ja. Daran habe ich du eigentlich nicht gedacht. Wartet, ja! Ein Riff-Off! Ja! I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up, I'm coming up. Me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. That toot toot, let me get that beep beat. Running her hands through my fro, bouncing on tiny phones while they sing on the radio. It's a remix to ignition. It's hot and fresh out the kitchen. Mama rolling in my 6'4" with all my ballast saying swing down, sweet heavy satin, let me ride. Hell yeah. Wie wär's zum Beispiel mit der Künstler, die ihr nie für Juden gehalten hättet. Wollen wir? Alles klar. Ja. Legen wir los. I wish that I could fly to very high, to the sky, yeah. Just like a dragonfly. I want to get away. Ja, dann geh doch away. Leute. Hey, Bellas! Also, was sollen wir heute Abend singen? Ich hab das dabei, falls... Wir haben euch nicht eingeladen, damit ihr singt. Wir haben euch eingeladen, damit ihr zuseht. Akka, wie bitte? Naja, ich dachte, ihr seid so beschäftigt mit euren Hammerjobs und eurem super Leben, dass... Ja, das bin ich. Ja, das ist voll so. Wir, die funkeln und glänzen. Die sehen aus, als wären sie alle gestillt worden. Ich würde alles dafür tun, um wieder mit euch zu singen. Es gibt doch jedes Jahr dieses Event zur Unterstützung unserer Truppen in Europa. Eine letzte Show, Mädels. Wer ist dabei? Ja! Scheiße, ja! Willkommen in Spanien, Bellas. Ihr steht ja toll stramm. Geht es denn bei euch untenrum so weiter? Ich darf doch sehr bitten. Es gehen 3 Bands mit auf Tour. Ihr singt nur Songs von anderen Leuten, oder? Wie eine Coverband. Die wollen uns nur einschüchtern. Singen wir einfach unser Ding durch. Ein Riff-Off. Running her hands through my fro. Bouncing on 20 balls while they sing on the radio. So wake me up when it's all over. Wir machen's lieber mit dem Mund. Ist das irgendwie komisch, dass in der einen Sache, die wir machen, alle besser sind als wir? Okay, Ladies, Titten hoch und los. Wir zeigen denen jetzt, dass wir keine Lachnummer sind. Meine Plattenfirma will eine der Bands unter Vertrag nehmen. Aber wir wollen nicht die Bellas. Wir wollen dich. Was? Das war jetzt nicht gerade zu erwarten. Wir sind eine Familie. Wir sind füreinander da. Wir sind wie Schwestern, Aubrey. Du heißt doch Aubrey, oder? Ich kann nicht. Ich bin Teil einer Gruppe. Becca, das ist eine ziemlich große Chance für dich. Ja! Träum weiter! Bye bye, Bellas. Es fühlt sich wirklich wie ein Abschied an, John. Becca. Was wird das? Lass es. Ja. Wenn du heulst, muss ich auch heulen. Zieh nicht so ein Gesicht. Ich mach doch gar nicht. Zieh nicht so ein Gesicht. Das ist mein normales Gesicht. Nein!